Hola amigos und Grüße aus Spanien. Wie ihr sehen könnt, geht es um das Dach meines Außen-WCs. Da hat der letzte Sturm ein bisschen gewütet. Einige Dachziegeln sind runtergefallen, andere sind verschoben. Dieser Sache muss ich mich nun annehmen, denn wenn es regnet, könnte es sonst drinnen feucht werden. Ich bin also mit diesen zerbrochenen Ziegeln in ein Fachgeschäft gefahren, um möglichst gleichwertige nachkaufen zu können. In Spanien werden im Gegensatz zu Deutschland die Dächer komplett zubetoniert. Während man ja in Deutschland eine Holzkonstruktion hat, ist es hier so, dass man Betonbiegers einsetzt. Dazwischen wird dann so ein roter Ziegel gesetzt, sodass ich also eine ebene Fläche bekomme ohne Löcher. Und das Ganze wird dann mit einer Betonschicht abgezogen. Ich habe also ein Betondach. Und auf dieses Betondach wird dann sozusagen oder werden dann die Dachziegeln aufgemauert. Also das ist ein ganz typisches Verfahren, um in Spanien Dächer herzustellen. Also ich denke mal, 90% aller Dächer sind genau in dieser Form errichtet worden. Das ist eine recht simple, aber effektive Bauweise. Der Nachteil ist natürlich, es wird sehr heiß hier in Spanien und das geht sehr schnell im Sommer. Und wenn dann die Dachziegeln sich schneller erhitzen, sagen wir mal, die haben innerhalb von einer Stunde von 20 Grad auf 60 Grad Temperatursteigerung und der Beton darunter, der wird nicht so schnell warm, dann führt es dazu, dass es Spannungsrisse gibt und dann löst sich der Beton von der Dachziegel ab. Und genau das ist bei mir passiert. Dann fehlt nur noch der Wind und das war's. Um das zu reparieren, brauchen wir also eine Art Beton-Zement-Mischung. Und das bin ich genau am Machen, indem ich den Eimer mit Sand gefüllt habe. Und da liegen nun schon die neuen von mir gekauften Dachziegeln, die eigentlich mit den alten vollkommen identisch sein sollen. Leider ist das nicht so, das werde ich aber erst einen Moment später merken. Das ist halt Spanien. Und hier ist nun mein Arbeitsplatz, an dem ich praktisch die Zement-Betonmischung herstellen werde. Aber vorher gilt es, die ganzen Dachziegeln zu wässern. Warum? Es ist heute sehr heiß hier in Spanien, ich schätze mal 39, 40 Grad im Schatten. Und wenn ich dann so heiße Dachziegeln auf den frischen Zement lege, dann führt das dazu, dass das keine gute Verbindung gibt. Also die Dachziegeln müssen kühl sein und vor allen Dingen feucht sein, damit sie nicht zu schnell abbinden und keine Verbindung zwischen dem Zement und den Dachziegeln entsteht. Also das ist eigentlich nicht der ideale Tag bei solchen Temperaturen, diese Zementarbeiten durchzuführen, weil es wie gesagt zu Schwierigkeiten kommen kann. Aber ich denke, wenn man hinreichend für Kühlung, Feuchtigkeit sorgt, dann sollte mir das gelingen. Deswegen werde ich auch das Dach entsprechend nass machen. So, und hier kommt nun meine Zement-Beton-Spezialmischung, die ich schon häufiger hergestellt habe und die wunderbar abbindet und hervorragend funktioniert. Ich habe also einen Eimer Sand, noch einen alten Sack mit Zement und in dem zweiten Eimer werde ich jetzt das entsprechend anrühren. Das ist also wie gesagt ein Familiengeheimnis, aber ihr werdet jetzt sehen, wie es geht. Das funktioniert hervorragend, die Mischung ist perfekt.
Houston, kein Problem. Jetzt helfe ich mir selbst. Na, dann ist ja gut. Und nochmal schnell wässern. Die Dachziegeln waren ja bis eben im Wasser. Die sind also kühl und feucht. Und jetzt geht's auch schon los. So, die Dachziegeln werden überlappend aufgebaut, wobei die Dachziegel im unteren Bereich komplett im Zement liegt und im oberen Bereich unter der anderen Dachziegel nur in dem Bereich der Auflagefläche ebenfalls Zement kommt. Überschüssigen Mörtel, der sozusagen die Dachziegeln verklebt, den entferne ich einfach mit dem Schlauch. Man muss ein bisschen aufpassen, dass nicht der Zement an den Stellen, wo er eigentlich sein soll, dadurch weggespült wird. Aber das geht ganz gut, indem man so in so einem kleinen Winkel von oben nach unten mit dem Schlauch spült. Ja, das funktioniert gut. Es macht also nur da sauber, wo es sauber sein soll, und der Zement wird nicht rausgespült. Ich muss auch noch ein bisschen unten putzen, weil ich bin ja kein Maurer, und das ist eigentlich auch eine Arbeit, wo ich gar nicht groß Freude dran habe. Und es kommt immer dann so, dass also unten genauso viel Mörtel und Zement liegt wie oben, und das muss halt dann auch unten sauber gemacht werden. Also Zementarbeiten und Malerarbeiten, das ist nicht wirklich das, wo ich begeistert von bin. Das Prozedere wiederholt sich nun von Ziegel zu Ziegel und ist relativ aufwendig, wenn es gut gemacht ist, sehr, sehr langlebig und stabil. Aber die Spanier, das sind ja ganz große Artisten und Experten, die lassen auch manchmal ganze Ziegeln aus, ohne Zement, weil sie glauben, das hält auch so und weil das schneller geht und weniger verbraucht. Ich weiß nicht warum. Dann hat man also ein Dach, was nach dem ersten stürmischen Tagen dann zwar dicht ist, aber wo die Dachziegeln alle so ein bisschen verrückt sind, und wenn man darauf guckt, hat man das Gefühl, man hat hohen Seegang. Also alles ist wellig und verschoben, nicht optimal. Also wenn man in Spanien ein Dach machen lässt, dann sollte man darauf achten, dass die spanischen Artisten wirklich jede Dachziegel festmauern und nicht nur jede zweite oder fünfte oder zehnte. Da gibt es also alle Variationen. Und hier stellt sich nun das Problem mit den Dachziegeln ein, von dem ich berichtet habe. Tatsächlich habe ich also identische Dachziegeln gekauft, die aber in der Rundung unterschiedliche Radien haben. Und wenn man die jetzt so übereinander legen will, und der Radius der oben liegenden Ziegel ist kleiner als der unten liegenden, dann steht die nach hoch ab. Das sieht man gerade jetzt. Ja, ich weiß nicht, ob die Spanier die Ziegel von Hand formen oder wie das hier stattfindet. Jedenfalls ist es so, dass die Dachziegeln, es gibt immer wieder welche, die im Radius abweichen. Und das führt natürlich dann zu Problemen und sieht ein bisschen komisch aus. Also als Anmerkung sei vielleicht noch gesagt, dass Probleme mit spanischen Dächern, Probleme mit spanischen Terrassen, mit Zufahrtswegen oder Verputzung oberhalb des Fensters, da bilden sich immer wieder Risse. Also das ist völlig normal und das ist auch eigentlich unkritisch. Das Problem ist, zum Beispiel über den Fenstern, ist Putz, aber um die Last aufzunehmen, ist hinter dem Putz ein Bieger, der sozusagen auf den beiden Mauernenden aufliegt. Und gerade zur Südseite ist es morgens also noch kühl. Kühl heißt im Sommer vielleicht 18 Grad. Und dann kommt die Sonne rum und scheint, und schon 2 Stunden später sind auf der Mauer direkt in der Sonneneinstrahlung 60 Grad. Und das führt dazu, dass die unterschiedlichen Materialien, also der Betonbieger und der Zement,
sich unterschiedlich ausdehnen und im Ergebnis führt das zu kleinen Rissen. Also wenn man sich ein spanisches Haus genau anschaut, dann sieht man überall über den Fenstern überall kleine Risse. Das ist normal. Genauso normal ist das mit den Terrassen. Die Terrassenfliesen lösen sich im Laufe der Zeit, weil auch da die Sonne drauf scheint. Es wird wahnsinnig heiß. Die Fliese verändert sich anders als der Zement und der Untergrund. Und dadurch reißt die Verbindung zum Zement ab und die Fliese wird hohl. Und irgendwann klappert sie und dann bricht sie durch und man muss sie erneuern. Und wenn man sie erneuert hat, dann geht das Spiel wieder von vorne los. Das hält also ein paar Jahre und dann ist sie wieder kaputt. Also das ist in Spanien normal. Ich bin kein Experte. Ich weiß nicht, ob man das nicht vielleicht lösen könnte. Ich stelle mir nur vor, in Spanien wird es mal wirklich wie in Deutschland eine Woche lang Frost geben. Ich glaube, dann würden die Häuser hier alle zusammenfallen, weil in den Rissen dringt Wasser ein und wenn das dann wirklich durchfriert, dann würden also ganze Placken von Putz und Stein in sich zusammenfallen. Das ist bei der Qualität, die hier gebaut wird, wahrscheinlich zu erwarten. Aber das ist bisher noch nicht vorgekommen, dass das hier richtig Frost gibt oder so. Also ich habe zwar schon mal erlebt, dass hier ein paar Schneeflocken geflogen sind, aber das war dann auch in den 20 Jahren zweimal habe ich das erlebt. Und das war ein Spuk von wenigen Sekunden, dann war das vorbei. Gott sei Dank. Also sonst müsste man wahrscheinlich sein Haus abreißen, wenn das hier eine Woche Frost geben würde. Also die spanische Bauqualität ist nicht mit der eines Hauses in Deutschland zu vergleichen. Absolut nicht. Hier kann man übrigens sehr schön sehen, wie schnell das Wasser von den Ziegeln wieder verdampft. Also das geht in Rekordgeschwindigkeit von feucht zu trocken. Das hängt damit zusammen, dass wir heute einen wirklich heißen Tag haben und direkt in der Sonne natürlich die Temperatur auf den Ziegeln noch viel höher ist. Man muss also wirklich aufpassen, dass der Zement nicht zu schnell abbindet und damit keine ordentliche Verbindung zwischen Zement und Ziegel herstellt. Also der ideale Tag ist das heute nicht, aber es geht. Ich werde das hinbekommen. So, wie man sieht, bin ich jetzt mit der letzten Dachziegel beschäftigt. Die leistet allerdings erheblichen Widerstand. Das Problem ist, dass das so weit oben ist, dass ich da kaum ankomme und die Dachziegel sozusagen oder genau genommen unter die obere geschoben werden muss, damit, wenn es regnet, nichts hinter oder unter die Dachziegel gelangt und damit dann sozusagen in den Innenraum. Aber bei der Entfernung ist das leichter gesagt als getan. Ich habe mir natürlich hier mit so einer spanischen Methode geholfen, indem ich einfach einen Zweig an meine Kelle angebunden habe und dadurch einen längeren Weg habe. Ja, wenn man in Spanien lange genug lebt, dann arrangiert man sich mit dem, wie es hier funktioniert. Ich tue das inzwischen auch, weil sonst wird man wahnsinnig. Man muss einfach sehen, das ist eine andere Welt hier. Und in Spanien ist es so, dass kaum jemand an einem Herzinfarkt stirbt, im Gegensatz zu Deutschland. Da ist das ja, glaube ich, Haupttodesursache Nummer 1. Also hier ist der Herzinfarkt äußerst selten. Das hängt zum einen mit dem Essen zusammen, viel Gemüse, frischen Fisch, Öle, aber zum anderen auch, weil es einem kaum gelingt, einen Spanier aufzuregen. Die machen ihr Ding und wenn das 10-mal so lange dauert, und die machen, was sie wollen, die kommen, wann sie wollen, die sind unpünktlich. Also das erschüttert einen Spanier alles nicht. Das Wort Stress kennt er nicht und damit führt das auch zu keinem Herzinfarkt. Das ist sicherlich auch nicht unbedingt der schlechteste Weg, sein Leben zu führen. Für einen Deutschen, so einen richtig deutschen, typischen Deutschen, der pünktlich ist und fleißig ist und spart und Häuslebauer, für den ist das problematisch, mit Sicherheit. Und auch hier lässt sich wieder sehr gut erkennen, mit welchen Temperaturen wir es heute zu tun haben.
Denn man sieht sehr schön, wie die Dachziegel nass sind und blitzartig durch die Sonne wieder getrocknet werden. Also es ist so unglaublich, unglaublich heiß heute. Schade, dass man das im Video nicht zeigen kann, aber es ist Wahnsinn. Und man sieht, das geht ratzifatzi, sind die Ziegel trocken. Aber man muss natürlich auch ehrlich bleiben. Ich bin damals nach Spanien gegangen, einzig und allein aus dem Grund des schönen Wetters. Wir haben hier also einen, im Vergleich zu Deutschland, relativ milden Winter. Im Vergleich zu anderen Zonen weiter südlich von Spanien einen relativ heißen Sommer. Und Herbst und Frühjahr sind also fantastische Zeiten, wo man also im T-Shirt wunderbar draußen rumlaufen kann. Also wir haben hier überwiegend super Wetter, aber wie gesagt, es gibt eben Ausreißer nach oben, während Ausreißer nach unten, ich sagte schon mit Schnee und so, das ist jetzt zweimal in über 20 Jahren passiert. Aber es kann hier schon sehr warm werden. Es ist manchmal so, dass wenn man aus dem Schlafzimmer rauskommt, man hat also gut geschlafen und macht die Tür auf, man hat das Gefühl, man macht die Tür von einem Backofen auf. So haut einem dann die warme Luft entgegen. Aber daran gewöhnt man sich sehr gut. Also ich gewöhne mich daran besser als zu frieren. Also ich schwitze lieber, als dass ich friere. Also damit bin ich eigentlich genau richtig hier. Ja, und wie ich schon gesagt habe, bei diesen Arbeiten und diesen Temperaturen ist es extrem wichtig, immer wieder die Maurerarbeiten feucht zu halten. Man könnte auch, was viele machen, wenn sie jetzt beispielsweise Terrassenfliesen ersetzen, Plastik oben drüber liegen, sodass die Feuchtigkeit nicht verdunsten kann, sondern am Plastik hängen bleibt und wieder zurücktropft. Aber das auf dem Dach hier, wir haben auch heute ein bisschen Wind, ein bisschen problematisch. Das geht auch so. Also ich habe natürlich, als das fertig geworden ist, was man im Video nicht mehr sieht, einen Tag später nochmal die Dachziegeln alle angefasst und dran rumgerüttelt. Also die sind alle bombenfest. Das hat also funktioniert. Zumindest für die nächsten paar Jahre. Das Problem ist damit nur temporär gelöst. So, und wir nähern uns jetzt auch dem Ende. Gleich gibt es nochmal eine Einstellung vom Dach aus der Entfernung, dass man sehen kann, trotz der unterschiedlichen Radien ist das dennoch einigermaßen gerade geworden. Und ja, ich verabschiede mich und sage Tschüss aus Spanien. Yeah!